Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, neue Aufnahmesession. Das heißt, wir haben heute mal wieder neue Dailies. Gehen wir mal kurz durch, was wir da so Schönes haben. Wir haben heute benutze den Fotomodus, um ein Bild zu schießen. Das Goldsternchen benutze den Fotomodus, um bei Nuka World on Tour ein Bild zu schießen. Okay, zwei mit einem. Ist eine gekochte Mahlzeit im Camp eines Teammitglieds, lande bei einem Gegner einen kritischen Treffer mit automatischen Waffen 8-mal, Mottenmann Equinoctium, 2 Events, 2 Darks und einmal 5 Mirelurks. So, machen wir mal einfach, ich will was wegrollen, ich will was Episches kriegen. Komm, nehmen wir hier das mal mit dem Team, das ist ja sowieso Pillepalle meistens. Perverte Schrott um. Also ganz ehrlich. Das mit dem Team ist die eine Sache, ja? Das ist ja noch leichter. So. Gut, dann nimm mir was anderes. Kann ich noch irgendwas anderes weglassen? Was ist noch einfach? Gut, Fotos werde ich beide nicht mehr wegkriegen. Machen wir mal. Tüte Mirelurks. Töte eine Kreatur, während du ein Kostüm trägst. Naja gut, wenigstens ist das mal erhöht. Stahl herzustellen, ganz ehrlich. Ja gut, das muss ich ja drin. Eigentlich müsste ich es ja drin behalten, ne? Es ist ja. Ich habe ja keinen Stahl. Dann kann ich ja mal beweisen, dass ich mehr als 5 Stahl besitze. So, wir brauchen einmal Nuka-Cola Dark. Habe ich alle da? Alkohol gesoffen, mir geht's gut. So, dann brauchen wir kritische Treffer mit automatischen Waffen. Das geht nebenbei. Ja, das Einzige, was jetzt nicht nebenbei geht, ist jetzt hier das Foto in Nuka World on Tour zu machen. Ja, gut, machen wir Foto. Ich wüsste jetzt auch nicht, ist ja Fotomodus. Wo und wie und was, aber... Ja, ich mag solche gestellten Fotos, wenn ich keine Idee habe, nicht so wirklich. Okay, gestellten Fotos sind die meisten ja sowieso von mir, aber ich sag mal so, solche Fotos, wo du einen Zwang drauf hat, dass man sagen muss, ja, jetzt muss ich aber ein Foto hier haben. Ich weiß nicht, also gefällt mir immer nicht so. Ich weiß jetzt auch noch nicht mal, wo ich jetzt hier noch ein Foto machen soll. Ehrlich gesagt. Ja, hätte ich eigentlich auch eher das wegrollen sollen, wa? Aber ich habe gehofft, bei den anderen kommt was Besseres bei raus. Aber ist ja auch nicht bei rausgekommen. Ja, wo mache ich denn jetzt ein blödes Foto hier? Ich will jetzt damit auch nicht so viel Zeit verschwenden, hier mir einen Ort zu suchen. Und wie gesagt, ich habe null Idee, null irgendwas. Dass man hier irgendwie noch ein Foto machen könnte. Wir könnten ja hier hinten zur Fotoecke rangehen, aber da hatten wir auch schon eins gemacht. Das ist halt... ja, weiß ich nicht. Machen wir hier nochmal posieren. Extra für den Fotomodus. Machen wir es so. Mir fällt jetzt gerade wirklich nichts Besseres ein. Okay, da komme ich nicht durch. Einmal rum hier. So, dann haben wir ja... Kann ich ja vielleicht irgendwie einen sinnlosen Rahmen, wollte ich gerade sagen, reinmachen. Wir haben noch so viele Rahmen hier. Special-Dinger. Irgendwelche? Nee. Vault, Quest, Fraktion, Aufenthaltsort, Logos. Nee, unter Logos würde das nicht sein. Aufenthaltsort vielleicht eher... Ich suche da was Spezielleres. Eher was Neues. Nee. Bisschen viel halt. Aktion, ist das da drunter? Nee. Quest? Nee. Vault?
zwar eigentlich auch nichts mit Wall zu tun, aber okay, auch nicht. Spezial. Auch nicht. Hä? Ich finde gerade nicht das, was ich eigentlich mal geholt hatte. Das ist, wenn man mittlerweile schon so lange spielt und so viele von den Dingern hat. Und jetzt sucht man ein spezielles. Das ist doch niemals unter den Logos. Nee. Standard? Unter Standard ist das zu finden. Da ist das. Ja, okay, es ist Standard. Oh Gott, 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 Gott. So. Ich habe jetzt einen Fotomodus benutzt. Und das auch in Nuka World. Das heißt, die ersten zwei Aufträge sind schon fertig. Ja. Gut. Kann vorkommen. Ja, und der Rest, na, nun, lass mich endlich auf die Karte zugreifen. Ja, zwei Events, töte eine Kreatur. Daily Ops ist das Einzige, was jetzt noch schwierig ist. Naja, gut. Daily Ops haben wir noch nicht mal in den Dailies. Oh, in den Weeklies. Naja, egal, mach ich mal. Wir haben jetzt auch keine speziellen Kreaturen. Das heißt, ich kann irgendwelche Kreaturen machen. Ja, dann gehen wir nochmal eine Rissrunde machen. So, halb. Oder haben wir hier irgendwie ein Event, was mich unturnt? Echt bombig. Harper's Fury. Ja, gut. Könnten Verbrannte sein. Könnte Hule sein. Ah, es werden Verbrannte sein. Vielleicht haben wir zu Anfang ein paar Supermutanten. Das wäre dann schon Highlight. Das dürfte dann auch passen. Hallo nochmal, Mitglieder. Wir haben ein weiteres Nest von Schädlingen entdeckt, die sich an der Oberfläche versammeln. Begeben Sie sich zur ausgewiesenen Bekämpfungsstelle und haben Sie bitte ein Auge auf unsere Köder. Das wäre alles. So, das ist keine automatische Waffe, die ich jetzt hier benutze. Ich wollte gerade sagen, ich habe noch nicht Crit getroffen. Die fallen schon zu schnell so um. Und das zählt wahrscheinlich nicht als Kostüm. Warum zählen die ganzen neuen Kostüme? Also, man kann mir ja nicht erzählen, dass das kein Kostüm ist. Das geht ja irgendwie nicht. Dass das hier kein Kostüm ist. Das haut ja nicht hin. Keiner. Und ich sehe gerade neu, ich habe noch die Extrawurst drin. Machen wir mal Grenadier nochmal rein und den Panzerkill auf 1. Keine Kreaturen. Ja gut, ich muss halt, wie gesagt, Oldschool-Kostüme dann halt wieder nehmen. Ich glaube, da müssen sie halt nochmal echt mal gucken. Mich würde interessieren, ob mein altes Enklaven-Outfit aus dem Atomshop, ob das jetzt noch zählt. Ist ja auch schon nicht erst seit gestern da. Na gut, jetzt ist ein Geschützturm. Ich glaube, ich sollte erstmal die Dinger da umdrehen, damit die Verbrannten spawnen. So, Nummer 1. Signal, Endeffekt. Zusätzliche Signalquellen aktivieren, um Bekämpfungsprotokolle einzuleiten. Na? Ich weiß, dass sie immer von hier unten kommt. Es sei denn, ihr seid blockiert durch irgendwen. Das ist wieder ein Kostüm. Ein Enklavenkostüm. Oder was? Ja, das haut hin. Das haut hier alles hin. Aber sowas von. Aber sowas von. Ich habe keine Ahnung. Die neueren auch Goblin-Mechaniker zählt irgendwie nicht als Kostüm, wo ich mir so sage, das ist doch eigentlich ein Kostüm. Ich kann ja verstehen, wenn eine Power-Rüstung nicht zählt. Ja, es ist ja kein Kostüm in der Hinsicht. Es ist eine Power-Armor, selbst wenn man sie kostümmäßig lackieren tut. Bitte warten.
Da draußen, irgendwo. Warnung! Warnung! Betriebssystem gestartet. Bitte umgehend Reparaturen ausführen. Reparatur festgestellt. Führe Verbindungsprotokolle fort. Okay, gut, dann führ mal durch hier. Ich warte. Frisch gespawnte? Nehmen wir gerne nicht. Fordere umgehende Benutzerunterstützung an. Signalstärke erscheint fehlerhaft. Signalverstärkung nötig. Ausfall der Stromverteilung festgestellt. Umgehung angefordert. Autsch. Komponentenumgehung festgestellt. Führe Funktion fort. Na, guck mal, auf einmal geht das hier doch rucki zucki. Naja, ist ja an und für sich genauso ein Bug wie mit Anglerzählen als Kryptiden. Niemand. Ist keiner da. Systemausrichtung abgeschlossen. Signalübertragung aktiv. Ziel erfasst. Sofortige Evakuierung erforderlich. Wiederhole. Begeben Sie sich umgehend in sichere Entfernung. So, jetzt wollte ich mir noch die letzten Mutanten holen hier. Aber der letzte ist da hinten so ein bisschen blöde drinne. Na komm, einmal so rüber hier. Ach, ich muss doch nicht rauskommen aus meinem Versteck. Ich bin zu meinem Versteck ganz kuschelig. So. Okay. So langweilig. Tagesaufgabe abgeschlossen. 20 in einem Kostüm. Wenig übrig. Angegebene Feinde eliminiert. Verseuchung beseitigt. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Ja, bitte, bitte. Kein Problem. So, jetzt haben wir das soweit fertig. Jetzt müsste gleich Mottenmann kommen. Wie ich es gerade prophezeit habe. Ich habe ein bisschen zu viele Stimpaks. Naja, gut. Nenn einmal hin da. Und dann schauen wir mal. Machen wir heute mal einen entspannten. Ich habe jetzt heute nicht so wirklich Bock auf zwei, weil an und für sich ist das egal, ob ich jetzt zwei halte oder nur einen einzigen halte. Das heißt, ich setze mich jetzt heute einfach in die Kirche hin und dann ist gut. Ist Event eh geschafft, also. Das ganze Loot-System, ja, ist zwar okay, dass man mehr kriegt, aber ich hab schon. Das ist ja das Problem. Ich hab ja schon. Was soll ich denn noch mehr kriegen? Doppelte Baupläne, ja. Was ein bisschen schade ist. Und noch mehr Klamotten. Die Zeit okay, ist in Kinder, da kann ich auch anders hört fahren. Hört alle zu. Oh, Alter. In der Stätte des Weisen gibt es drei Scheiterhaufen. Ihr Licht ist ein wichtiger Katalysator für unser Ritual. Die Stumpfsinnigen haben versucht, unser Licht zu dämpfen. Zerstört zuerst die Pflanzen, die jeden Scheiterhaufen umgeben. Jeder Scheiterhaufen wird von einem Beobachter betreut. Wenn die Pflanzen zerstört sind, geben die Beobachter die nächsten Aufgaben bekannt. Beeilt euch, Kinder! Seine Geduld ist nicht so groß wie seine Weisheit. So, dann machen wir hier erstmal kaputt. Ich vermisse meinen Flammenwerfer gerade. Aber der ist mir ein bisschen zu schwer. Riechst du den Moschusgeruch in der Luft? Das Metall. Ah, haben wir noch welche? Das ist das. Ich kann gleich 10 Stück reinschmeißen. Das passt schon. Aber das, was wir haben, reicht noch nicht. Okay, dann reicht es nicht. Kann mir doch egal sein. So. Muss nicht immer Blut haben. Muss der Mattenmann auch nicht. Na doch, der braucht. Der braucht schon. Aber warum? Was ist das? Sie müssen zerstört werden. Ich sage es Ihnen. Zerstört die verdammten Totems! Seht ihr? Da. Ja, dann zerstören wir mal ein paar verdammte Totems.
Aber eigentlich wollte ich jetzt gleich hier mit dem Durstlöscher ein bisschen durch die Gegend laufen. Deswegen einmal schnell nochmal zur Kirche. Wie gesagt, machen wir heute entspannten Mottenmann. Drei sind sowieso solo nicht möglich. Leider. Wenn es jetzt noch einen genauen Intervall geben würde, an dem man sich richten müsste, dann wäre das möglich. Aber die Laufstrecken sind halt ein bisschen zu weit. Ein guter Aber dafür geht es halt auch schnell, ne? Doch wir sind noch längst nicht fertig. Falsche Propheten der Täuscher treiben sich an diesem heiligen Ort herum. Sie verunreinigen unser Ritual. Ihre schwachen Lichter müssen ausgelöscht werden. Jage sie. Vernichte sie. Tränke die Straßen mit ihrem eitrigen Blut. Andere werden meinen Platz einnehmen. Das glaube ich nicht, dass andere deinen Platz einnehmen. So, puff. Jetzt sieht halt schon richtig schön aus. Wenn die Explosion vom Durstlöscher kommt. Ich wollte gerade sagen, warum ist das Ding nicht im Eimer? War nicht richtig getroffen. Und von euch kommen mir jetzt gerade ein bisschen zu viele hier. Ja, komm, schaffe ich es noch hier. So, dann haben wir noch 6 Minuten. Oh, easy. Kann ich mir richtig schön Zeit lassen. Nimmt mal hier richtig schön die Zeitfresser-Nachladestrategien. Nee, das wird er nicht. Und ich habe daneben geschossen. Ja, jetzt haben wir getroffen. So, da haben wir nächste Totem. Aber hier noch massiv Zeit. Aber halt auch nicht endlos. Dementsprechend muss man ein bisschen Gas geben. Das ist cool. Man braucht nur einen Schuss und die Munition, naja, die stelle ich sowieso immer als Nebenprodukt her. Oh Gott, zweimal daneben geschossen. Meine Augen brennen. Die im Licht werde ich ewig leben. Na, dann lebt mal ewig. So. Ah, das kam nicht ganz ran. Haben wir hier nicht unten Dings gehabt? Sag mal schnell, da ist der Blutaltar. Damit die ich mir schon mal nicht mehr angezeigt werden. Aber ich muss ja gleich hier noch einmal rumlaufen. Oh. Abgerechnet. Ich fürchte nichts. Der Mattenmann ist bei mir. Das war echt ein guter Schuss von mir. Nämlich gar nicht. So, der passte. Und den dann auch oben drauf. Und dich da hinten habe ich vergessen. Na, dann komme ich mal zu dir rüber. Dann vergessen wir den Vergessenen. Aber leider ist die Cherry-Munition für Kirche allein halt nicht schnell genug. Bezüglich nicht stark genug auch. Die Ritualorte sind vorbereitet. Die Beschwörung beginnt, sobald alle Scheiterhaufen entzündet sind. Los, entzündet die Flammen, während ich den Staub des Weisen in die Luft bringe. Na, dann bring mal den Staub des Weisen in die Luft. Wenn sie schön nebeneinander stehen, dann macht das Ding schon richtig Bums, ne? Aber mal noch einen anständigen Durstlöscher müsste ich mir auch nochmal zusammenbauen. Können wir ja vielleicht heute nochmal in der Aufnahmesession machen. Mal einen anständigen Durstlöscher bauen, der jetzt halt mal wirklich ein bisschen Bums hinter die Kanne hat. Hat der schon, der hat Junkie, aber die anderen beiden Perks sind jetzt nicht so der Bringer. Da gibt's nur ein, zwei Perk-Kombinationen, die ein bisschen besser sind.
Aber na gut. Schön, dass sie tot sind. Ah, ja. Die Flammen unserer Scheiterhaufen entzünden den Mottenstaub. Er bringt Erleuchtung, so kurz sie auch sein mag. Atmet ein, Kinder, atmet ein. Er blickt die Welt durch seine Augen, Kinder. Lasst Staub, Flammen und Dämpfe in euch hinein. Saugt alles auf. So erkennt ihr die Wahrheit. Aber macht euch bereit, denn die ketzerischen Stumpfsinnigen wird diese Vision erzürnen. Die Wirklichkeit unseres Weisen wird sie rasend machen. Ihr müsst unsere heiligen Lichter, die Scheiterhaufen, vor den elenden Kreaturen schützen. Ohne den Feuerschein kommt unser Gast nicht. Die Stumpfsinnigen nähern sich der Kirche. Tötet sie, Kinder, keine Gnade! Er ist noch nicht mal fertig mit Quatschen und da ist man eigentlich schon mit der ersten Welle fertig. Ihr müsst ihn schützen! Ist an und für sich jedes Mal mega schlimm. So, Brücke, wie gesagt, ich mache mir jetzt keinen Stress. Ich sitze jetzt einfach hier oben und spiel eure Schildkröte. Egal ob Mensch oder Bestie. Diese verdorbenen Schatten dienen alle dem Willen der Falschen. Das glaube ich nicht. Mein Tod ist nicht im Gespräch. Habe ich mir eigentlich eine Cranberry reingedrückt? Ja, warum habe ich eigentlich das Cranberry-Zeichen nicht? Ich habe eigentlich eine Nuka-Cola drin, aber... Ihr müsst ihn schützen! Okay, jetzt rennt ein Hirsch hier auch nochmal einmal durch. Diese standhaften Dummköpfe greifen von allen Seiten an. Die Brücke hält noch. What the fuck? Erledigt die Ketzer. Was ist da kaputt? Irgendwas stimmt hier gerade auf dem Server sowieso nicht, aber ich habe gedacht, so zwei Aufnahmen wird er ja wohl überleben. Wollt jetzt nicht ewig neue suchen? Ist nicht euer Ernst, das Wasser überlebt. Also in dem Fall die Brücke. Ihr wollt mich doch jetzt ärgern, oder was? Die Brücke ist fast tot, aber wir haben noch eine Minute. Das ist eigentlich nicht normal. Okay, die Brücke ist jetzt kaputt. Da war die Anzeige nur ein bisschen buggy, wo wahrscheinlich. Wir haben noch 45 Minuten. Das ist ja Solo noch nicht. Na gut, ich habe Solo eigentlich auch immer hinten eher dann am Wasser rumgeeiert. Wollte es aber einen entspannten machen. Weil man hat halt hier jetzt kein sneaky Bild. Also Schleichen kann man so hochsetzen, wie man will. Die haben so dicke Wahrnehmung. Da muss man schon am besten Stealth Armor tragen und ähnliches. Also sprich sowas wie Speerrüstung mit beim Schleichen Speerer zum Decken in dunklen Gebieten und ne. Also hier der verdeckte Einsatz. Jetzt ist mir ganz hinten der Name nicht eingekommen. Überleben wirklich zwei? Seid ihr, wollt mich jetzt verarschen, oder? Spürt ihr das? Der Weise nähert sich. Ohne Anstrengung. Er wartet auf unser Signal. Schnell, Kinder, kehrt zu mir aufs Museumsdach zurück. Ja, Leute müssen sich eigentlich anstrengen, ne? Habe ich gehört? Und das ist schon wieder irgendwas stimmt hier sowieso mit dem Server nicht. Egal. Ruft, das ist jetzt nicht so wild. Und Galle. Zeigt Gefühle. Zeigt. Hörst du uns, Weiser? Komm zu uns.
die Erweiterung des Geistes. Das wachsende Gefühl von Weisheit und Vorahnung. Er naht, Kinder. Oh, weiser Mottenmann, du bist unserer Einladung gefolgt. Wir sind nur Insekten vor deinem Intellekt. Kommt, Kinder, lasst den Weisen auf euch blicken. Badet in seiner grenzenlosen Weisheit. Ja. So, wie das gerade eben gelaufen ist, bitte vertraut mir da. Normalerweise dürfte das nicht so laufen. Keine Ahnung, vielleicht haben sich die Mobs jetzt gerade einfach nur festgesetzt oder ähnliches. Das heißt nicht, weil ihr es jetzt bei mir gesehen habt, dass das so funktioniert, dass es permanent so funktioniert. Das darf eigentlich so nicht funktionieren. Aber wie gesagt, der Server hängt hier sowieso ein bisschen durch. Nächste Aufnahmesession wird er hoffentlich noch überleben. Und wenn nicht, naja, dann muss ich halt mir nochmal einen neuen suchen. Gut, aber machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.